Hallo und herzlich willkommen zu diesem Hive 2 Tutorial. In dieser fünften Folge geht es um die Function Generatoren oder Function Generators und die Shape Sequencer. Beides Hüllkurvengeneratoren und Modulatoren, aber legen wir doch einfach mal los. So. Das ist der Hive und ich initialisiere den mal, dass wir wieder zum Ausgangspunkt zurückkommen. Und normalerweise sind bei dem Hive die Seiten gespiegelt. Also alles das, was auf der linken Seite ist, gibt es als zweite Version auch auf der rechten Seite. Aber hier und da, zum Beispiel beim Filter, gibt es Unterschiede und ebenso auch bei den Function Generators. Die Function Generators sind laut Handbuch aus dem Euroreg, also der Modularwelt, inspiriert. Und hier bei Hive erfüllen beide Function Generator leicht unterschiedliche Zwecke oder man könnte auch sagen, dass sie sich gegenseitig vervollständigen. Hier nämlich bei den Function Generator, machen wir das einfach mal ein bisschen größer. Bei dem Function Generator 1 gibt es hier die Envelope, den Rise und den Still Parameter. Und bei Function Generator 2 gibt es die Envelope, den Fall und den Move Parameter. So, schauen wir uns jetzt einfach mal den Function Generator 2 an. Fangen wir einfach mal mit dem an. Ich mache mal den 1er hier aus und dann einfach nur den 2er an. Und dann spiele ich hier einfach mal mit dem Low Pass rum. Und hier habe ich die Modulatoren und ziehe jetzt ihn einfach mal auf den Cutoff und drehe den mal auf, so dass wenn ich hier noch Attack und Decay hochziehe, hier das Ganze in den Scope reinschiebe mit dem Fall und mit dem Move zusammen und ich spiele jetzt einen Ton, sehe ich schön, was da passiert. Und zwar Attack und Decay sind ja vom ADSR altbekannte. Und hier sehe ich jetzt die Envelope, das heißt hier sehe ich den Attack und hier den Decay. Und darunter das Falling und das Moving, die beiden hier. Und das Ganze ist relativ einfach zu verstehen, nämlich das Falling oder Fall, der Fall-Parameter, gibt normalerweise immer eine 0 aus, solange die Hüllkurve nicht fällt. Und sobald sie fällt, nämlich genau an der Ecke, gibt sie eine 1 aus. Und sobald sie aufhört zu fallen, gibt sie wieder eine 0 aus. Bei dem Move-Parameter, solange sich die Wellenform oder die, nicht die Wellenform, sondern die Hüllkurve nicht bewegt, gibt sie eine 0 aus. Und sobald sie sich bewegt, gibt sie eine 1 auf und hört dann sofort wieder auf, gibt eine 0 aus, wenn sie sich nicht wieder bewegt. Also Falling immer dann eine 1, wenn die Hüllkurve fällt, ansonsten eine 0. Moving immer eine 1, wenn sich die Hüllkurve irgendwie bewegt, ansonsten immer eine 0. Das sind diese Parameter, im Prinzip total einfach. Und sieht man hier auch ja schön. So, und dann, damit ich das nicht nochmal neu zurückstellen muss, initialisiere ich das Ganze nochmal. Wir gehen jetzt zu dem Function Generator 1. Und dann mache ich das gleiche ungefähr jetzt in grün. Ich moduliere den Cutoff, damit wir das wieder schön hören. Und dann moduliere ich den hier hoch. Dann nehme ich den Envelope hier rein, den Rise hier rein und den Still hier rein. Dann habe ich hier unten, ich sehe schon, dass der hier eine 1 ausgibt, weil es bewegt sich nichts, alles ist still, also still stehen quasi, nicht von leise, vermutlich aber auch von leise. Ne, wenn sich der Envelope nicht bewegt, nach oben oder nach unten, ist es still. So, wenn ich jetzt Attack und Decay wieder spiele und jetzt zum Beispiel das hier mache, sehe ich schon, Envelope, Attack und Decay ist das hier. Der Rise-Parameter, Function Rising hier, solange die Hüllkurve steigt, also rised, gibt es eine 1 aus. Und wenn sie nicht steigt, zum Beispiel fällt oder nichts macht, gibt es eine 0. Das sieht man hier
auch schön. Und bei dem Still-Parameter hat man das schon, solange die Kurve nicht nach oben, nicht nach unten geht, gibt es eine 1 aus. Und sobald sie anfängt sich zu bewegen, gibt sie eine 0 aus. Das heißt, wir haben hier schön zweimal die Envelope quasi und einmal den Rise auf der linken Seite, den Fall auf der rechten Seite bei dem Function Generator 2. Dann haben wir den Still und den Move. Das heißt, es komplettiert sich die komplette Hüllkurve, dass wir einmal eine Aktion starten können, wenn die Kurve nichts macht, wenn die Hüllkurve nichts macht. Wenn sie steigt, können wir was machen. Wenn sie fällt, können wir was machen. Oder wenn sie sich insgesamt bewegt. Oder wenn die Hüllkurve einfach ihre Hüllkurve abfährt, zum Beispiel. So, das sind die beiden Function Generator erstmal so in ihrer Grundfunktion. Und jetzt gibt es natürlich noch den Drehregler Slope. Und der Slope, warte jetzt hier mal wieder hin. Und mit dem Slope-Parameter kann ich einfach die Attack- und die Decay-Kurve so ein bisschen noch manipulieren. Und zwar, wenn ich jetzt hier drücke und den Slope vielleicht ein bisschen stärker reinpacke. So. Dann sehe ich hier zum Beispiel, habe ich den Slope hier auf die rechte Seite gedreht. Merke ich mir das auf jeden Fall. Kommt so ein Druck von rechts und drückt die Decay und die Attack-Linie quasi nach links weg. Also von rechts nach links. Drehe ich den Slope jetzt nach links, habe ich diese Welle. Das heißt, der Slope kommt der Druck von links nach rechts und drückt dann einfach Attack und Decay nach rechts raus. Das heißt, ich habe einfach vom Klangbild her unterschiedliche Anschwell- und Abschwellphasen. Wenn ich das jetzt hier einfach nochmal mit dem Hören aus der Mitte mache, dann nach rechts, nochmal Mitte, schön gleichmäßig, links. So, und damit kann ich einfach Attack und Decay nochmal so ein bisschen modifizieren und ich kann natürlich auch die entsprechende Funktion sowieso nochmal zum Beispiel auf den Slope anwenden. Also das heißt, ich kann ja auch die Funktion mit sich selber oder Teile der Funktion nochmal auf sich anwenden. So. Das ist der Slope-Parameter und dann gibt es hier unten noch zwei Felder, Input und Mode. Und fangen wir mit dem Mode-Feld an. Das Mode-Feld ist ein bisschen abhängig auch von dem Input. Und Input kann ich unterschiedliche Quellen definieren, aber fangen wir jetzt einfach mal mit keinem Input an für das Mode-Feld. Und zwar kann man die dann in diese sechs Funktionen in so drei Kategorien so ungefähr einteilen. Das heißt, bei Envelope und One-Shot ohne Input immer spielt die Hüllkurve ganz normal ab. Das heißt, wird die Hüllkurve während der Decay-Phase neu getriggert, fängt die Attack-Phase beim aktuellen Level wieder an. Das probieren wir jetzt einfach mal aus. Ich spiele jetzt hier einfach mal. Fängt der wieder ganz von vorne an, wenn ich die Taste schneller drücke. So, und bei dem One-Shot fängt er auch wieder ganz von vorne an. Ist überhaupt gar kein Unterschied an der Stelle. So, die Cycle-Modi hier sind jetzt Loop-Modi. Das heißt, die Envelope wird einfach wiederholt. Ich mache die jetzt so ein bisschen schneller hier. So, und beim Cycle On-Off auch wenn ich zwischendurch mal drücke, fängt er immer wieder von vorne an. So, bei Follow gibt es jetzt nochmal so ein bisschen
einen Unterschied, der folgt generell dem Input, also auch wenn ich eine Taste drücke oder eine Note, einfach nur so eine Note spiele. So, und da sollte man vielleicht noch den Release-Schalter hochdrehen. Und zwar so. Und bei dem Follow ist es so, solange ich die Taste gedrückt halte, habe ich quasi wie ein Sustain. Das heißt, die Envelope, die Attack und Decay, also die Attack wird fertig gespielt, aber die Decay fängt nicht an. Das heißt, ich halte eine Taste gedrückt und dann lasse ich los. Wenn ich jetzt den Follow Gate nehme, spielt er nur noch die Attack-Phase. Ich mache mal das Release ein bisschen langsamer. Das heißt, in dem Moment, in dem ich die Taste loslasse oder wenn die Note einfach kurz genug ist, bleibt er an diesem Level der Attack-Phase. Ich mache Attack immer ein bisschen länger, wenn ich die nochmal komplett durchhalte. Wenn ich es jetzt einfach ein bisschen kürzer spiele. Das heißt, ich kann durch die Spielweise einfach die Modulation auch beeinflussen, wenn die Release entsprechend gestellt ist. Wenn die natürlich auf kurz ist, dann ist der Effekt nicht ganz so, er ist anders, ist zwar immer noch da, aber kürzer. So, und jetzt gibt es natürlich auch noch den die Mode mit dem Input und da nehme ich jetzt als Input einfach mal hier den LFO, das kann ich entweder machen, dass ich den LFO hier drauf ziehe, oder ich kann das machen, indem ich den LFO hier einfach auswähle. Geht genauso. Und ich ziehe den LFO jetzt auch nochmal vielleicht hier rein. Ich wechsle das, dass der Envelope direkt hier drunter ist. Wechsle das jetzt einfach mal durch, sodass die alle einfach noch da sind, aber... So, jetzt haben wir alle da. Das heißt, hier habe ich den LFO, hier oben habe ich die Envelope. So, den LFO mache ich jetzt einfach ein bisschen langsamer. Das ist, glaube ich, ganz gut. So, und bei dem Envelope mit einem Input, hier diesen LFO, triggert der Input im Anstieg beim Kreuzen der Nulllinie. Also hier von dem LFO, hier ist die Nulllinie. Von Minus zu Pluswerten die Hüllkurve in dem Tempo, egal ob die Hüllkurve zu Ende ist oder nicht. Das heißt, ich drücke jetzt einfach mal eine Note. So, und jetzt gucken wir uns das einfach mal an. Das heißt, beim Durchkreuzen der Nulllinie nach oben hin wird die Hüllkurve getriggert. Geht dann weiter hier runter und da kommt der LFO schon wieder vom Minus zum Plus und triggert die jetzt einfach neu. Das heißt, hier wird die dann einfach neu gestartet. Und dann geht die hier runter und da hier noch nicht getriggert wurde, bleibt die hier unten, bis wieder der neue Trigger von dem LFO kommt. Im Prinzip eine ganz einfache Geschichte und damit kann man dann auch so ein bisschen spielen mit der Geschwindigkeit von dem... von dem LFO zum Beispiel, da gibt es dann so kleine Zwischenwerte, wo man dann eben diese, das war jetzt ein schöner Zufall, dass ich genau das hier eingewählt habe, dass der einfach dazwischen mal durchstartet und dann auch mal so Wartezeiten hat. Damit kann man dann eben auch schön spielen, das muss nicht immer ein LFO sein, das kann auch eben ein anderes Input-Signal sein, was einen Trigger liefert. So, der One-Shot, so, der Input triggert auch im Anstieg beim Kreuzen der Nulllinie von Minus zu Pluswerten den Start der Hüllkurve. Allerdings nur dann, wenn die Hüllkurve von Attack und Decay komplett zu Ende ausgeführt wurde. Das heißt, hier unterbricht der Input nicht die Hüllkurve, sondern die Hüllkurve spielt einmal komplett durch. Und dann, wenn der Input wieder von Minus nach Plus geht, dann wird die Hüllkurve neu getriggert. Ich spiele jetzt mal. Auch wieder ein schönes Beispiel. So, hier gibt es den Trigger. Die Hüllkurve wird gestartet.
fährt durch und hier müsste die eigentlich wieder neu gestartet werden. Aber da die Hüllkurve noch nicht zu Ende ist, geht die erst zu Ende. Und hier ist dann nicht dieser Trigger von Null nach, von Minus nach Plus hier quasi. Also bleibt die Hüllkurve hier erstmal quasi auf Pause. Dann geht der LFO runter, hier kommt er wieder hoch und hier kreuzt er dann wieder und dann wird die Hüllkurve wieder ausgelöst. Relativ einfach zu verstehen und damit kann man dann auch wieder so ein bisschen komplexe Sachen damit bauen. So, beim Cycle Trigger. So. Die Hüllkurve wird geloopt und wenn der Input einen Trigger liefert, wird die Hüllkurve erneut gestartet und zwar beim aktuellen Level. So, jetzt drücke ich das nochmal. So, und hier sieht man das nochmal. Also die Hüllkurve wird geloopt und wenn dann ein neuer Trigger kommt, zum Beispiel hier ist es noch nicht ganz unten, wird die einfach neu gestartet an der Stelle von der Attack. Oder hier zum Beispiel. Hier geht es wieder von Minus nach Plus. Und dann wird die Hüllkurve einfach neu getriggert. So, und dann gehen wir zu Cycle on off. Könnte eigentlich mal den Release hier vielleicht runter machen. So, in dem Modus oder in diesem Modus wird das wird die Aufwärtsbewegung von der Nulllinie als Gate-On-Signal benutzt, um die Modulation der Hüllkurve auszuführen. Sobald die Hüllkurve wieder die Nulllinie berührt oder weiter in den Minusbereich runter durchkreuzt, wird die Modulation der Hüllkurve ausgesetzt. Man kann sich das so vorstellen, dass die Hüllkurve immer weiter schwingt, aber die Modulation immer nur dann beim entsprechenden Level ausgeführt wird, wenn der Input über dem Wert 0 ist. Schauen wir und hören wir uns das einfach jetzt mal an. Nochmal fangen wir nochmal. So, hier habe ich angefangen, das heißt hier von Minus nach Plus, dann bis hier hoch und dann geht jetzt der Trigger wieder unter die Nulllinie, also in die Minusbereiche und dann setzt die Modulation hörbar aus, sie bleibt auf dem gleichen Level und sobald hier wieder die Nulllinie durchkreuzt wird in den Plusbereich, wird die Modulation quasi wieder hörbar fortgeführt und geht hier dann einfach weiter. Und hier levelt sich das Ganze dann wieder so ein bisschen ein. Da geht es wieder weiter, da geht es wieder in den Minusbereich, stoppt bei dem Level, hörbar, die Modulation geht ja theoretisch, also geht ja eigentlich weiter, nur nicht hörbar. Da wird nichts mehr moduliert und hier geht es wieder in den Plusbereich, also wird die Modulation wieder weitergeführt. Das heißt, immer wenn das Ganze im Plusbereich oder die Modulation findet, immer nur im Plusbereich statt. Schwingt aber trotzdem weiter. So, und das Ganze geht natürlich auch hier mit Unipolar, was dann hier bei dem Beispiel. Achso, Moment. Ein bisschen andere Ergebnisse bringt. Man sieht man hier so diese leichten Einknicke hier, wenn die Nulllinie berührt wird. Da gibt es halt so einen kurzen Aussetzer, was bei der Funktion wahrscheinlich eher mehr Sinn macht, wenn das halt in bipolar gemacht wird. So, und dann gibt es natürlich auch die Follow-Funktion. Und da müssen wir jetzt wieder den Release hochstellen. Die Funktion wird auch als Lag-Generator oder als Slew-Limiter bezeichnet. Übersetzen könnte man das als träge Verzögerung oder ein bisschen humorvoller als Smoothie. Mit einer Rechteckwelle kann schön gezeigt werden, was damit gemeint ist. Und zwar nehme ich jetzt hier die Rechteckwelle. So, die hier. Und für den Input wähle ich jetzt hier eben die Rechteckwelle für Attack und Decay aus. Die mache ich jetzt hier einfach mal ganz runter. Und normalerweise müsste ich jetzt das hier einstellen. Sehe ich jetzt hier von dem Function Generator die Envelope
Hier zum Beispiel als Input habe ich eine Rechteckwelle. Und wenn ich jetzt an dem Attack drehe, dann achtet mal hier auf diesem Bereich. Damit wird das abgeschrägt. Und wenn ich das Decay jetzt noch abschräge, so, dann kann ich diesen Input einfach ein bisschen weicher machen. Im Gegensatz zu dem hier. Oder ich kann jetzt lange Decay machen. So, und bei dem Follow Gate wird die Hüllkurve auch wieder durch den Input getriggert, allerdings wie bei dem Gate Off. Also zum Beispiel ist die Note zu Ende oder eine Taste wird losgelassen, bleibt die Modulation an der Stelle. So, und den Release haben wir da. So, nehmen wir vielleicht mal wieder hier ein Dreieck. Zum Beispiel. Das heißt, das bleibt dann einfach auf dem Level, an dem ich die Taste loslasse. Okay, das war schon alles zu den Function Generator. Das sind relativ einfache Funktionen, aber in der Benutzung kann man dann sehr komplexe Dinge basteln. Und dadurch wird dieses Tool sehr, sehr mächtig. So, gehen wir jetzt einfach mal weiter zu den Shape Sequencern. Und bei den Shape Sequencern sieht man gleich links Shape A und Shape B und rechts Shape C und Shape D. In der Mitte befindet sich da der Shape Step Sequencer mit 8 möglichen Steps. Welche Steps gespielt werden, bestimmt man durch das Setzen von entsprechenden Balken hier zum Beispiel in den jeweiligen Shape Sequencer Zeile und die Steps werden lückenlos gespielt, auch wenn ich jetzt hier einfach mal so einen Teil aussetze. Ich nehme jetzt zum Beispiel einfach mal, Shape B und jetzt mache ich hier wieder den Cutoff. So, und wenn ich jetzt Shape B hier mal spiele, geht es nahtlos von hier auf hier rüber und das wird einfach ignoriert und das kann ich dann auch quasi bis ganz nach hinten machen. So, in dem jeweiligen Step kann auch ein Segmenttyp eingestellt werden. Das sind diese Dinger hier. Wenn ich da draufklicke, geht oben in diesem Bereich geht dann eben der Segment-Type auf und ich habe hier eine Sägezahn. Ich habe hier ein Dreieck und eine Rechteckwelle. Und wenn ich irgendwas an diesen Wellen hier verändere, zum Beispiel, kann hier das runterziehen oder sonst was, mache einen Doppelklick, dann sollte der eigentlich wieder in die Originalform. Das ist aber nur, wenn ich hier etwas verbiege. Ne, so, hier einen Doppelklick. So war das. Wenn ich einen Doppelklick hier drauf mache, ich habe hier zum Beispiel die Welle hier so verbogen, dass ich mit der Maus draufklicke und die verschiebe, mache einen Doppelklick drauf, dann ist die wieder erst im Originalzustand. Wenn ich die jetzt hier irgendwie so ein bisschen verändere und ich mache einen Doppelklick hier unten in die Step rein, dann wird das einfach invertiert, also gedreht. Und wenn ich wieder einen Doppelklick mache, habe ich wieder quasi die gerade Linie, die kann ich hier dann nochmal drehen und ich kann mit dem Mausrad einfach noch ein paar zusätzliche Segmenttypen reindrehen in unterschiedlichen Stufen bzw. eigentlich Iterationen und kann dann eben auch kann
kann die dann entsprechend verändern. Und diese Segmenttypen gelten dann immer für alle Shape-Sequencer durchgehend, wenn die halt hier angehakt sind. Wenn hier kein anderer da ist oder nur B und zum Beispiel D, sieht man hier unten die Zeilenbeschriftung C und D, A und B, dann gilt dieser hier nur für B und D hier zum Beispiel. So, die vier Shape-Sequencer sind auch komplett gleich aufgebaut, haben aber noch ein paar nicht ganz offensichtliche Funktionen, die nicht auf dieser Oberfläche da sind. Die werden dann unten über die Modulationsmatrix gelöst. Aber gehen wir doch einfach mal hier mal los hier mit den mit dem Order. Ich klicke hier mal alle hier von B an. Und zwar bei dem Order habe ich einen ganz normalen Loop und mit Loop wird einfach von links nach rechts durchgespielt. Dann gibt es den Pool, Loop rückwärts geschrieben, geht einfach von rechts nach links durch. Dann gibt es Random, zufallsmäßig wird irgendwas ausgewählt. Dann gibt es One-Shot, das heißt, das spielt einmal durch und das war's. Dann gibt es nochmal One-by-One, das jedes Mal, wenn eine Note oder ein Tastendruck kommt, geht er einfach weiter. Oder es gibt dann One Random, das ist One by One, nur zufälligerweise. Das heißt, jedes Mal, wenn eine Note oder eine Taste gedrückt wird, nimmt er halt den irgendeinen nächsten Step, aber nur einen und geht nicht einfach durch. So, stellen wir das wieder auf Loop. Okay, und dann gibt es noch ein paar Sonderfunktionen und die sind so ein bisschen tricky, weil die so ein bisschen die kann man kombinieren und manche muss man kombinieren und das kann sehr schnell relativ komplex und auch ein bisschen kompliziert werden. Aber wir haben jetzt zum Beispiel hier den Shape B und diese zusätzliche Funktion, die erreiche ich nur über einen Rechtsklick hier im Modulation Matrix auf diesen None-Feldern hier. Einen Rechtsklick und dann habe ich hier den Shape Sequencer. Und dann sind hier diese zusätzlichen Funktionen Rate A, B, C und D. Rate, das ist die Geschwindigkeit. Da kann man einfach nochmal zusätzlich stufenlos die Geschwindigkeit regeln. Dann gibt es hier den Left Value und den Right Value. Das sind jeweils diese diese Einstellung, wo ich einfach den Wert oder wie viel diese Modulation ausmachen kann. So kann ich nur eine geringe Modulation im mittleren Bereich oder von unten bis in den mittleren Bereich oder sowas auswählen. Rechtsklick da drauf. Dann gibt es die Kurve, also wie ich die Kurve anordne, was ich vorhin gezeigt habe, wenn ich jetzt zum Beispiel auf diese gehe, dass ich die Kurve hier nochmal verändern kann. Dann gibt es die Ratchet-Funktion, das ist, dass ich hier mit dem Mausrad mehrere Elemente reinwähle, das kann ich auch nochmal auswählen. Und dann gibt es auch noch die Position A, B, C und D, das heißt, ich kann bestimmen, ab welcher Position wird diese Sequenz gestartet. So, und das Ganze ist jetzt deshalb so ein bisschen komplexer, weil manche Funktionen gibt es nicht über alle, wie hier zum Beispiel bei Rad A, B, C und D. Da kannst du eine dieser Sequenzer auswählen, um das zu machen. Oder bei Position A, B, C und D geht das auch nicht einfach nur so. Geht das bei allen so. Aber bei den mittleren Werten hier, Left Value, Right Value Curve und Ratchet steht hinten zum Beispiel einfach nur, das kann ich nur mit dem Shape A Sequencer machen oder mit dem Shape B Sequencer, die Right Value, oder die Kurve kann ich nur mit dem C Sequencer und das Ratchet kann ich nur mit dem D Sequencer machen. Und das Ganze, bei dem Ganzen kommen dann noch zwei weitere Geschichten nämlich dazu. Und zwar, ich muss, wenn ich eine dieser Funktionen auswähle und zum Beispiel ich habe jetzt B, um die Resonanz zu verändern, genommen und ich möchte jetzt einfach die Geschwindigkeit verändern. Und ich nehme jetzt zum Beispiel einfach nur mal
Raid A, ich hoffe, dass ich das jetzt richtig rummache. Beziehungsweise. Ich muss das anders machen, da muss ich jedes Mal selber überlegen. Hier nehme ich jetzt Shape Sequencer A, um die Rate von B zu verändern. So. Das heißt, mit dem ändere ich jetzt die Geschwindigkeit von B. Bin mir relativ sicher, das kann jetzt aber gerade, muss ich selber nochmal gucken. Ich gehe jetzt auf den Shape Sequencer B. Okay, da kann ich das auch machen, das ist schon mal sehr gut. Das hatte ich vorhin jetzt noch nicht probiert. Aber sollte ich das mit dem Shape Sequencer A machen? Muss auf A irgendwo, wo auch bei B eine Markierung ist. Ich mache jetzt hier mal so ein paar weg. Muss bei A eine Markierung sein. Generell. Am besten über einem von B. Weil nämlich diese Markierung je nach Funktion definieren, ob einen anderen Shape, der auch in diesem Step mit drin ist, mit moduliert wird. Bei dem Rate ist es so, dass ich es nicht direkt über dem Shape brauche, sondern das kann irgendwo anders sein. Oder machen wir es mal ganz weit weg hier hin. Aber zum Beispiel bei einem Position müssen die markiert sein. Ich weiß nicht genau, warum es da den Unterschied gibt, dass es einmal irgendwo sein kann und beim anderen Mal eigentlich egal. Aber ich wollte jetzt nicht Position A, sondern Position B, weil das möchte ich. Ich ziehe den hier einfach mal durch. Und bei dem Position muss hier auch noch die Geschwindigkeit auf Halt gehen. Jetzt habe ich die Rate ausgewählt. Ich wollte eigentlich die Position. So, wenn ich hier auswähle, fängt es von vorne an. Wenn ich es irgendwo hier auswähle, fängt es hier irgendwo an oder fängt die Sequenz halt da an, wo ich das halt einstelle. Wenn ich das in den Minusbereich reinziehe, gibt es quasi wie so ein Pre-Delay. Dann mache ich die Markierung hier weg. Hat es keinen Einfluss mehr. Ich muss wieder eine Markierung hier machen. Irgendwo, wo auch eine B-Markierung da ist. Da habe ich gerade zurückgezogen. So, jetzt machen wir das einfach mal so. Ich mache das jetzt mal einfach so. So. Das heißt, bei manchen muss ich das direkt drüber machen oder nicht direkt drüber, dass es je nach Einstellung dann nochmal muss man sich da genau sicher sein, welche Balken man da trifft und je nach Funktion, die man hier auswählt. Wie gesagt, diese vier Funktionen, die funktionieren dann einfach nur bei bestimmten Shape-Sequenzern. Es ist eine schon relativ komplexe Angelegenheit, die man hier machen kann. Deshalb musste ich da jetzt auch mal dreimal nochmal genau überlegen, was jetzt genau was mit welcher Markierung und wo ich jetzt einen Halt setzen muss machen. Und was ich ja noch gar nicht erklärt habe, hier ganz kurz noch, die Timebase sind ja diese Standard 32 Sechzehntel und so weiter und eben diese Haltfunktion, die ich hier bei A für die Position setzen genutzt habe. Und dann gibt es hier natürlich noch diesen Poly,
den Trigger, Poly-Trigger und Single-Trigger. Das heißt, ist es auf Poly gestellt, bekommt jede angeschlagene Taste oder jede Note einen eigenen Step-Sequenz, fängt quasi mit der Einstellung in dieser Step-Sequenz an. Wenn ich jetzt einfach mal so noch hier vielleicht nochmal was hier so rein. Spielen die alle unterschiedlich, beziehungsweise ihre eigene Step-Sequenz. Wenn ich dann es hier auf Single mache, spielen die dann alle in der gleichen Step-Sequenz. Das ist einfach auch nochmal wichtig an der Stelle zu wissen. So, und das sind die Function Generator und die Shape-Sequencer. In der Anwendung, also im Verstehen her, eigentlich relativ einfach, aber in der Kombination miteinander kann das irre komplex werden. Und das kann eine ganze Menge Spaß machen, wenn man das jetzt nicht nur auf den Cut-Off bezieht, sondern vielleicht auch noch irgendwelche Effekte mit reinnimmt oder diverse verschiedene Regler moduliert, dann kann man unglaublich komplexe Sounds damit erschaffen. So, ich hoffe, das hat euch gefallen und ihr habt das hoffentlich auch gut verstanden, was ich da und wie ich das erklärt habe. Ich habe das versucht, extra nicht so sehr lange zu erklären, damit ihr das auch, damit das nicht zu schnell rübergeht und dass auch die Details dabei rumkommen. Und ja, lasst mir einen Kommentar da. Was ihr damit macht, ob ihr das gut verstanden habt, würde mich einfach mal interessieren. Oder was ihr vielleicht noch wissen wollt, ob euch jetzt alles klar ist, nur halt in der Durchführung es dann einfach so ein bisschen komplexer wird. Würde mich einfach mal freuen. Dann hoffe ich, dass wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Und bis dahin, bleibt gesund, macht's gut. Ciao, ciao.